Oft bleibt im Alltag nicht die Zeit für die Langform des Jakobson-Trainings. Auch eine Kurzform der Übung kann wirkungsvoll sein. Atmen Sie tief ein und lang aus. Schließen Sie die Augen und wenden die Aufmerksamkeit nach innen. Stellen Sie sich auf die Ruhe und Entspannung ein. Alles andere darf so lange ruhen und unwichtig sein. Ballen Sie beide Hände zu Fäusten und spannen die Muskeln der Arme an. Lassen Sie ausatmend los und spüren der Entspannung nach. So, als könnten Sie die Entspannung in beide Arme fließen lassen, bis in die Hände hinein. Beide Arme ruhen schwer entspannt. Und wiederholen Sie das gleich noch einmal. Ballen Sie beide Hände zu Fäusten und spannen die Muskeln der Arme an. Lassen Sie ausatmend los und spüren der Entspannung nach. Beide Arme ruhen schwer entspannt. Ziehen Sie die Muskeln des Gesichtes zusammen, krause Nase, krause Stirn. Beißen Sie die Zähne dabei zusammen. Dann lösen Sie wieder auf. Das Gesicht entspannt sich, die Stirn glatt, die Augen ruhen, der Kiefer locker, die Lippen gelöst. Das ganze Gesicht entspannt. Ziehen Sie dann beide Schultern zu den Ohren hoch. Spannen die Nackenmuskeln mit an. Vergessen das Weiteratmen nicht. Lassen Sie dann los, die Schultern sinken, die Arme ruhen, der Nacken entspannt sich. Spüren Sie der Entspannung nach. Dann gehen Sie in ein leichtes Hohlkreuz. Im Sitzen ist es eine aufrechte Haltung. Die Schulterblätter ziehen sich zusammen und spüren Sie die Spannung im Brust- und Bauchbereich. Auf- und ausatmend lösen Sie diese Spannung wieder. Und lassen den Atem fließen. Und Entspannung breitet sich aus. Ziehen Sie dann beide Fußspitzen nach oben und spannen Waden und Oberschenkel und Gesäßmuskeln an. Halten Sie diese Spannung eine Weile. Und lassen dann wieder los. Lassen Sie die Entspannung in die Beine hineinfließen, bis in die Zehenspitzen hin. Beide Beine ruhen schwer entspannt. Die Füße locker, die Beine schwer entspannt. Die Arme ruhen schwer entspannt, die Finger locker, der Nacken weich und warm, auch das Gesicht entspannt. Und nehmen Sie dann, wenn Sie wollen, ein inneres Ruhewort in die Übung mit hinein, wie zum Beispiel:
Ich habe in mir alle Zeit Ruhe und Gelassenheit. Gelassenheit bringt Kraft. Ich habe in mir alle Zeit Ruhe und Gelassenheit. Gelassenheit bringt Stärke. Oder auch ganz ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Dann nehmen Sie sich innerlich fest vor, sich nach dem Beenden der Übung ganz frisch und wach und wohl zu fühlen. Atmen tief ein, öffnen ausatmend die Augen, strecken sich ausführlich und fühlen die wohltuende Wirkung dieser Lockerung und Erholung.